In diesem Video geht es darum, wie du deine Ressourcen stärken kannst. Ressourcen stärken, das ist so ein Allerwelts- und Modewort. Aber wenn du dir bewusst wirst und bewusst machst, dass alles, was du brauchst, in dir ist, dann bekommt es vielleicht eine gewisse Leichtigkeit. Und in dir sind zum Beispiel ganz, ganz viele Erinnerungen. Und das können winzige Momente, winzige Augenblicke sein, wie ein Sonnenstrahl, der dich gerade trifft, ein Vogel, der singt. Oder du gehst durch den Wald und ja, nimmst die Farben wahr, du nimmst das Grün wahr, du nimmst die Gerüche wahr, du nimmst die Geräusche wahr. Aus all diesen Elementen sind deine Erinnerungen gemacht und wenn es nur ein winziger Augenblick ist, er enthält alle Elemente, weil wir mit allen Sinnen diesen Augenblick erleben, erlebt haben. Und auch wenn du dir in dem Moment, wo du diesen Augenblick erlebst, dessen vielleicht nicht bewusst bist, kannst du, um eben diese Ressource zu stärken, dir all dieser Elemente bewusst werden. Und solltest du eines der Elemente nicht bewusst wahrgenommen haben, kannst du dir vorstellen, wie es hätte sein können, was es für dich braucht, um diesen Augenblick zu einem vollkommenen, wunderbaren Augenblick zu machen. Hast du Lust, das mal auszuprobieren? Dann lade ich dich ein, im Geist einen Moment, eine Situation, ein Bild hervorzurufen, das dir wirklich nur Freude gemacht hat. Sei es jetzt eben der Sonnenstrahl, der dich am Morgen beim Aufwachen gekitzelt hat oder beim letzten Waldspaziergang, wo du dich einfach gut gefühlt hast und das Grün so richtig in dir aufgesogen hast. Eine Ferienerinnerung, wo du am Meer gesessen hast. Ein schönes Essen mit dem Partner, mit Kindern, mit Freunden, was auch immer. Ja, vielleicht ist dir bereits eine Situation eingefallen. Dann nimm diesen Moment und du darfst gleich bei dieser Übung gerne die Augen schließen. Du kannst sie aber auch offen lassen, wie es für dich besser ist. Und ich lade dich ein, wie du weißt, ich klopfe an Körper, ganz gewissen Körperpunkten und ich lade dich ein, während ich dich jetzt in diese Erinnerung hineinführe, dass du an einem oder mehreren dieser Körperpunkte klopfst. Das kann zum Beispiel einfach die Handkante sein. Es kann aber auch, können aber auch die weiteren Punkte sein. Oben auf dem Kopf, an den Augenbrauen, neben dem Auge, unterm Auge, unter der Nase, unter dem Mund, auf der Brust oder unter dem Arm, so auf Brusthöhe. Wenn du die Klopfpunkte kennst, dann wähle einfach diejenigen, die für dich passend sind. Und wenn du ganz neu beim Klopfen bist, dann ja, lade ich dich ein, einfach die Handkante zu klopfen. Okay, also, dann mach's dir bequem, setz dich bequem hin und wie gesagt, schließ gern die Augen, wenn du das möchtest. Beginne zu klopfen und lass vor deinem geistigen Auge dieses Bild, diese Erinnerung lebendig werden. Schau sie dir an, in all ihren Facetten. Schau ganz genau hin. Schau in jede Ecke von diesem Bild, von dieser Erinnerung. Welche Farben nimmst du wahr? Welche Formen? Was ist dort im Vordergrund? Was im Hintergrund? Nimm alles ganz genau wahr. Und wenn du möchtest, lass es leuchtender werden, strahlender. Wenn du magst, kannst du das Bild auch größer werden lassen, wenn sich das gut anfühlt für dich. Und wenn du so alles auf diesem Bild
ganz bewusst wahrgenommen hast, dann hör mal hin, welche Geräusche sind dort gerade präsent. Und es ist vollkommen okay, wenn vielleicht in deiner Erinnerung jetzt da ein Auto durchfährt oder ein Rasenmäher zu hören ist. Das ist in Ordnung, weil genau das gehört zu deiner Erinnerung dazu. Gehört zu diesem magischen Moment dazu. Höre also ganz genau hin. Welche Geräusche sind da? Und vielleicht kannst du dir vorstellen, dass du den Lautstärkeregler ein wenig aufdrehst, sodass du die Geräusche noch besser hörst und wahrnimmst. Und wenn du die ganze Geräuschkulisse in dir aufgesogen hast und dir dessen bewusst geworden bist, dann schnupper einmal. Welche Gerüche waren da? Was ist dort? Ja, was nimmst du auf mit diesem Sinn wahr? Und nimm einen tiefen Atemzug davon. Sauge so richtig in dich auf. Und vielleicht nimmst du auch einen Geschmack auf der Zunge wahr. Wenn du gerade am Meer bist, vielleicht hast du gerade diesen salzigen Geschmack auf der Zunge. Schmeck mal so ein bisschen. Was ist da? Und werd dir dessen bewusst. Und dann, ja, werd dir auch bewusst, wie es sich auf der Haut anfühlt. Was ist dort? Vielleicht nimmst du Kleidung wahr, vielleicht nimmst du Sand unter deinen Füßen wahr, vielleicht die Wärme der Sonne im Gesicht oder den Wind, der dir durchs Haar fährt. Vielleicht aber auch hast du mit deinen Fingern etwas berührt, erspürt. Erinnere dich. Scanne sozusagen deine Haut, was dort jetzt gerade da ist. Und wenn du dir auch dessen ganz bewusst geworden bist, dann spür einmal rein, wie fühlst du dich jetzt gerade mit dieser sehr präsenten und wachen Erinnerung? Wie fühlst du dich? Welche Emotion ist gerade da? Atme sie einmal ein. Erlaub dir, diese Emotion jetzt voll und ganz zu fühlen. Und vielleicht hat diese Emotion einen Ort in deinem Körper. Werd dir dessen bewusst, wie geht es gerade deinem Körper? Und es ist absolut in Ordnung, wenn du vielleicht keine Emotion wahrnimmst, aber genau deinen Körper spürst oder eine Emotion wahrnimmst, aber nicht weißt, wo sie im Körper ist. Das ist absolut in Ordnung. Wenn du einen Ort in deinem Körper hast oder auch wenn du nur eine Emotion hast, werde dir dessen ganz klar bewusst. So klar, dass jederzeit du diese Emotion wiederfinden kannst. Und wenn sie eben einen Platz in deinem Körper hat, dass du dir ganz bewusst wirst, wo in deinem Körper ist sie, dass du sie wie einen Schatz auf einer Landkarte jederzeit wiederfinden würdest. Wenn ich dich also nachts wecke und sage, diese spezielle Erinnerung, was spürst du? Dass sofort zum Beispiel das Kribbeln in deinem Bauch wiederkommt, dass sofort diese Weite in deinem Oberkörper spürbar ist oder was auch immer es für dich gerade ist.
Und wenn du dir dessen ganz bewusst geworden bist, dann lass uns eine Runde zur Verstärkung klopfen. An der Handkante, diese Emotion in meinem Körper. Und du kannst gerne einsetzen, welche Emotionen, die Freude oder Leichtigkeit im Bauch oder Brustbereich oder wo auch immer. Wenn ich auf dieses Bild schaue, oben auf dem Kopf, ich erlaube mir, diese Emotion in meinem Körper zu spüren. In der Augenbraue. Ich erlaube mir, diese Emotion voll und ganz jetzt wahrzunehmen. Diese Emotion, wenn ich auf dieses Bild schaue. Und atme einmal ein. Nimm diese Emotion ganz wahr. Unter dem Auge. Diese Emotion, wenn ich auf dieses Bild schaue. Und atme sie noch einmal ein. Diese Emotion in meinem Körper. Und noch einmal einatmen. Und am Kinn. Und ich erlaube mir, diese Emotion jetzt wahrzunehmen. Ich erlaube mir, diese Emotion in meinem Körper noch stärker zu spüren. Und noch unter den Armen zum Abschluss. Diese Emotion, wenn ich auf dieses Bild schaue, die darf jetzt noch stärker werden. Okay. Du kannst zum Abschluss nochmal die Hände auf dein Herz legen, wahrnehmen, wie es dir jetzt geht und dir selber Danke sagen, dass du dir diese Zeit genommen hast. Ja, und wann immer dich im Alltag irgendetwas aufregt, verletzt, traurig macht, wütend macht, dir Angst macht, dann erinnere dich an diese Erinnerung. Erinnere dich an das Gefühl. Erinnere dich an den Ort in deinem Körper, wo du das gespürt hast. Und erlaube dir, dich ganz dort hineinfallen zu lassen. Ich wünsche dir viele leichte, freudige, glückliche, starke Momente mit dieser Ressource, die du jetzt für dich gestärkt hast. Danke dir.